Wie kommt eigentlich die Farbe in den Stoff? In diesem Video zeigen wir euch das mal. Wir brauchen dazu, außer jede Menge Stoff, eine KKV-Maschine. KKV steht für Kalt-Klotz-Verweil-Verfahren. Kalt, weil die Farbe nicht warm, sondern kalt ist. Klotz, weil der Stoff gequetscht wird. Das ist so ähnlich wie Auswringen, nur viel gründlicher. Und Verweil, weil der gefärbte Stoff anschließend noch bis zu 48 Stunden verweilen, also ruhen muss. Und jetzt geht's los. Das da ist so eine KKV-Maschine. Da gibt's ein Bedienfeld, an dem kann man alles Mögliche einstellen. Also wie viel Farbe zuläuft zum Beispiel, mit wie viel Spannung der Stoff in die Maschine läuft. Er darf ja nicht zu locker und auch nicht zu stramm da rein und Falten darf er auch nicht haben. Das alles stellt man an diesem Bedienfeld ein. Dann läuft der trockene Stoff rein in die Maschine. Keine Falten, das ist gut. Und dann geht's über ein paar Umlenkrollen rein ins Farbbad. Da, das flüssige Rosafarbene ist die sogenannte Farbflotte, also das Farbgemisch. Und da laufen jetzt ca. 33 Meter Stoff pro Minute durch. Ein Färbevorgang dauert etwa 50 Minuten, also sind es am Ende etwa 1600 Meter gefärbter Stoff. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie dick der Stoff ist. Da sieht man es nochmal genauer. Eine riesige Stoffrolle, die eben noch beige war und jetzt in schönstem Rosa erstrahlt. Aber das Ganze ist noch nicht fertig, dazu gleich mehr. Hier sehen wir jetzt, wie eine andere Farbe eingelassen wird, obwohl der Stoff noch gar nicht läuft. Der saugt sich voll. Würde man die Maschine sofort anlaufen lassen, dann wären die ersten 30 bis 40 Meter heller als der Rest. Das wollen wir nicht, deshalb lassen wir das Ganze erstmal voll laufen. Wird ja eh gleich geklotzt, also ausgequetscht. So sieht das aus. Viel Farbe, viele Walzen, viel bunter Stoff. So, und da ist sie, die fast fertige Rolle mit 500 Kilo rotem Deluxe Single Jersey. Noch 48 Stunden drehen, dann ist der Stoff fertig zum Weiterverarbeiten.